So, ja. Erste Nacht ist rum und ich habe relativ gut geschlafen. Wir haben jetzt 2:30. Läuft. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen will. Also zum einen möchte ich anfangen, jetzt wieder Sport zu machen, weil ich zugenommen habe und das nicht mehr gutheißen kann. So, das zum einen. Zum anderen wollte ich nach dem Sport dann duschen oder baden. Wahrscheinlich baden. Und ich muss erst ein Video fertig machen, damit ihr überhaupt was zu sehen bekommt. Ja, das Video machen geht dann leider vor. Nur mal so zum Ablauf. Also, ich habe jetzt gerade den Kalender abgerissen und jetzt quasi mal kurz rausgefilmt. Wird wahrscheinlich im Video vorher kommen, aber ich habe jetzt erst gesehen, die bauen da draußen einen Teil vom Spielplatz ab. Geht ja mal gar nicht. Hoffentlich kommt da was Neues hin. Naja. Okay, Videoschneiden ging schneller als gedacht. Obwohl es zum Schluss ziemlich aufwendig geschnitten wurde von mir. Muss ich ja mal so sagen. Fishing for Compliments. Wann habt ihr das gesehen? Gestern. Ja. Und ja, jetzt wird mal wieder meine Sportmatte ausgepackt. Da lasse ich euch aber nicht drauf, nicht dabei zuschauen, weil das sieht aus wie ein gestrandeter Wal im Moment. Das heißt, das mache ich für mich alleine und danach verschwinde ich in die Wanne. Die könnte ich eigentlich jetzt schon einlaufen lassen, dann ist die voll, wenn ich fertig bin mit Sport. Boah, ich bin ein durchtriebenes Schlitzohr. Haha! Boah, voll erledigt. Das sind 7 Minuten Training. Ich weiß, das ist für irgendwelche Leute, die regelmäßig Sport machen, lachhaft. Aber ich habe die App jetzt seit Monaten nicht benutzt und ich hatte echt Schwierigkeiten mit den ganzen Übungen. Ich muss da erst wieder reinkommen. Das dauert, denke ich mal, so 1-2 Wochen und dann kann ich auch wieder das Level ein bisschen steigern und von den 7 Minuten auf mehr gehen. Im Moment bin ich nach 7 tot. Okay. Ich habe gerade Papiermüll runtergebracht, auch eine ganze Menge. Und jetzt geht's mal los zum Einkaufen. Ich brauche noch so ein paar Kleinigkeiten. Außerdem ist mein Großer hier, beziehungsweise jetzt gerade Fahrrad fahren, aber heute Abend hier. Und möchte gerne was essen. Ich muss heute Abend auch noch was essen, bevor ich zur Arbeit muss. Also stürze ich mich wieder mal ins Getümmel. Okay, das Schöne am Einkaufen ist, dass man wenigstens mal aus der Wohnung rauskommt, wo die Nachbarn die ganze Zeit hämmern. Aber wie gesagt, ich nehme es denen nicht übel, die ziehen da neu ein. Da muss man das sich schön machen und ja, keine Ahnung. Ich bin hier, glaube ich, eingezogen und war mitten in der Nacht noch am Rödeln. Wurde mir auch nicht übel genommen. Das ist halt eine Ausnahme. Total geiles Licht heute. Blauer Himmel, Sonne scheint. Ja. Macht Spaß, so unterwegs zu sein. Okay, erstmal einkaufen. Alles erledigt, alles bekommen. Jetzt geht's nach Hause und dann werde ich Spaghetti kochen, weil der Große hat sich's gewünscht und ja, ich habe auch mal wieder Bock drauf. Also machen wir Spaghettis.
Stammwurzeln die Soße machen für die Spaghetti. Gleich wird er kommen und dann können wir lecker essen. Und ja, mal schauen. Heute brauche ich kein Ruhepäuschen mehr, weil ich habe ja lange geschlafen. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt drin sein im Rhythmus. Ich fühle mich gut. Die Sonne geht langsam unter. Die Nudeln sind gleich fertig. Passt alles. Sehr schön. Ach ja, ich freue mich aufs Essen. Ich habe Hunger. Lecker, lecker. Ist schon der zweite Teller. Mein Kurzer hat sich verabschiedet. Ja, wir haben noch ein bisschen zusammen Fernsehen geguckt. Und ja, wie das so ist. Er hat immer viel zu erzählen. Und er ist ja so ein Fortnite-Zocker. Jetzt hat er irgendwie gesagt, das ist jetzt fürs Handy rausgekommen. Und naja, er hat immer viel zu erzählen. Gut, nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt auf dem Weg zur Arbeit machen. Weil ich ja in der glücklichen Lage bin, Nachtschicht arbeiten zu dürfen. Naja, was soll's. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen ist Dienstag. Ich muss immer so ein bisschen überlegen. Durch die Nachtschicht, dadurch, dass ich meine Woche ja sonntags abends anfange, ich komme immer so ein bisschen raus. Aber heute ist Montag und ich beginne meine zweite Nacht. Also, ist immer ein bisschen merkwürdig. Aber egal. Wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen wieder am Dienstag. Bei mir und bei euch? Keine Ahnung. Ich will es mir jetzt auch nicht überlegen. Bis denn.